Knapp 3 Monate haben die in Steinerkirchen beheimateten Mostviertel Bastards schon kein Match mehr bestritten. Zum 4. in der Vereinsgeschichte konnte man trotz wechselhaften Wetters aber wieder hunderte Zuschauer begrüßen. 3, 2, 1, Kickoff! Los geht's! Für die Bastards begann das Spiel mit einer kalten Dusche. Bereits im ersten Drive erzielten die konzentrierten Air Force Hawks den ersten Touchdown der ebenso jungen Vereinsgeschichte. Die Bastards standen fortan unter Schock und konnten aber zumindest in diesem Drittel selbst noch scoren. Mit dem Momentum auf ihrer Seite agierten fortan die Air Force Hawks aus Langenlebern souverän. Die Bastards wiederum ließen sowohl beim Passspiel als auch bei der Disziplin bereits gewohnte Qualitäten vermissen. Das Problem ist, das dann der Ausschluss gewesen vom Reinke. Da sind wir ein bisschen ins Trudeln gekommen, aber wir haben sie dann nicht wieder gefunden. Aber die Hawks haben eine gute O-Line gehabt, haben gut Druck gemacht. Bei uns auch nicht schlecht, das war ein bisschen ein Problem. Wir sind über die Outside sind wir ein bisschen schlechter gewesen, hätten wir ein bisschen mehr containen müssen, aber ja, was soll, das nächste Mal haben wir es. An und für sich war das Spiel nicht so schlecht. Wir haben einiges ausprobiert und einige Rookies drin gehabt, also eine ganze Menge sogar. Haben verloren, lehrreich, war ganz okay. Im Großen und Ganzen eh nicht schlecht, nur ein bisschen mehr noch von der Hochzeit, aber für einen Touchdown hat es gereicht. Je länger man einem Rückstand hinterherlief, desto größer wurde auch das Selbstvertrauen der Gäste. Diese wollten nach dem erstmaligen Scoring nun auch den Sieg an sich reißen, was ihnen auch mit Bravour gelang. Unter den neuen Teams in Österreich hat nun jeder jeden einmal geschlagen, was zeigt, wie eng das Niveau auch im nächsten Jahr in der Liga, wenn auch arrivierte Teams hinzukommen, ausfallen könnte. Erstmals einen Punkt erzielten die Bastards wiederum via Kick. Dietmar Hollensteiner bewies Nervenstärke, ging doch der erste Versuch noch an die Latte. Ein weiteres Merkmal, dass auch das eine oder andere Quäntchen Glück ausblieb. Mir gefällt einfach dieses Event im Allgemeinen, ja, einfach diese Harmonie, die Gemeinschaft, die Gemeinsamkeit, also die taugt mir, darum bin ich auch mit meiner Verlobten, mit der Trickseite da. Natürlich lasse ich mir kein Match entgehen und habe mir natürlich angeschaut und habe halt gehofft, dass heute ein Sieg ausschaut, was leider nicht passiert ist, aber das wird schon. Und der Sport ist einfach super, weil es viel Action gibt, außer die Cheerleader-Fönner, für einen gewissen Spaß in der Pause. Wenn der Song mitspielt, wegen dem. Ich habe vorher nie ein Spiel gesehen. Bastards, besonders, weil es einzigartig sind. Das Rundherum war wie immer bestens geplant. Nicht mal der eine oder andere Regenguss beeinträchtigte die Organisation. Ob Kinderhüpfburg, Gastronomie, Felix Prankl am Mikro oder erstmals Fanartikel, die sich aus allen Altersklassen zusammensetzenden Zuseher, wurden abermals bestens unterhalten. Bei dem guten Zusammenhalt wird auch die Schar der Helfer immer größer. Erstmals dabei auch die Styleberaterin vom Fanbahnstand. Es waren, glaube ich, ein paar gute Züge dabei. Und ja, hoffentlich rennt es dann nächstes Mal besser. Dass so total eine gute Teamarbeit haben und immer schauen und sich gegenseitig unterstützen. Die Fanshirts und Caps kamen sehr gut an. Bereits bei dem nächsten Match am 11. Oktober wird es auch ein neuer Artikel wieder geben. Mit dabei auch live King Louis und seine Barflies, eine Fotobox, Sponsorenstände nebst Party bei Radio Arabella. Samstags, 11. Oktober ab 14 Uhr heißt es somit wieder ab zur Most Coast Bastards schauen. Gegner diesmal die Expendables von den Rangers aus Mödling. What do you mean?